Ja, dann würde ich sagen, wir fangen jetzt endlich an zu spielen. Was heute anliegt, ich würde gerne das Narzissenkreuz-Dings da machen, weil es die ganze Zeit schon in meinem Questlog herum lockt. Search in the LGC. Return to the Narzissenkreuz Order. It's been a while. Time to head back to the Narzissenkreuz Order and see how everyone's doing with their investigations. Gibt auf jeden Fall wieder Jades. Oder Primus. Primo Jades. Primo Gems. Das ist verwirrend. Muss ich da direkt hin teleportieren? Yes. Perfekt. Keine Spiele, was du selber spielen kannst? Nicht? Habe ich was verpasst? Bin erst um 12 Uhr aufgestanden heute. Das ist ja ein Luxus. Dann war ich mit meiner Firma essen und Club trinken gehen und ich bin immer noch fix und fertig. Naja, theoretisch, wenn du in der Nacht wach warst, hättest du dir gleich die Game Awards in der Nacht anschauen können. Heute in der Nacht waren die Game Awards und jetzt war der 4.3 Livestream von Genshin. Yes. Das hast du verpasst. Ansonsten glaube ich nicht so viel. Hallo Kira, hallöchen Lilly, willkommen. So, auf geht's. Machen wir weiter. Gott sei Dank habe ich die ganzen Vorgeschichten ja schon fertig gehabt. Bis 5 Uhr früh herum war es, ja, irgend sowas in der Art muss gewesen sein. Evo hat noch den Anfang gesehen bei der Pre-Show und ist dann irgendwann eingeschlafen. Warte, was? Nein! Ja, das war alles schon. Auf geht's. Keta, Seymour, Anne, alle sind sie da. Jetzt bin ich gespannt. Let's go. Oh, es ist eigentlich sehr, sehr schade. Ist das wie viele andere von diesen ganz großen World Quests, zum Beispiel Jade und so, dass sie nicht synchronisiert sind. Es würde den Rahmen sprengen, ich weiß, aber das wäre noch das Tüpfelchen auf dem I. Okay. Gut, Seymour kann sich nicht selbst zerstören. Das ist schon mal sehr gut. Der Zerstörungsmodus. Ich glaube auch nicht, dass wir danach gefragt haben. Ich bin auch immer skeptisch mit der Sache mit Caterpillar und der Illichur-Geschichte und mit Alekino. Zu viel Shooter? So viele Shooter sind ja gar nicht vorgekommen. Wenn ich ehrlich bin. Es war ziemlich... eine ziemlich bunte Mischung. Zumindest bis zur Mitte. Glück, viel Spaß im Glück. Okay. Reveal their meaning, you mean? Chance? Eine kurze Wiederholung von allen Sachen ist vielleicht nicht ganz schlecht, um sich das alles wieder ins Gedächtnis zurückzurufen. Perfekt. Es
Silly Dog. Mechanical Noises ist immer das Beste. So, what do we want to discuss? De was? Tja. Bin verwirrt. What is the Mary Ann in the Anna Powerses exactly? Huh? Ein Ozeanid. Ja. Alles kompliziert. Was? Der Chef hat mich fix und fertig gemacht. Er hat mich mit Cola oder Bier bestellt. Und ich sagte, ich kann nicht mehr und ich will es nicht mehr. Und ich bin nach Hause gegangen, zu Fuß, 2 Stunden nach Hause gegangen. Bin so um 1 Uhr in der Früh zu Hause gewesen. Vielleicht. Hä? Hört sich irgendwie kompliziert an. Was macht ihr in der Nacht? Genau. Ozeanide mit einer Persönlichkeit. Wassertiere, stimmt, das war wild. Entschuldige, ich kann halt nicht genau schreiben. Ich bin immer noch kaputt von gestern. Dann ruh dich lieber aus am besten. Damit du wieder fit bist. Okay. Then let's begin. Let me think back on what's happened. Okay. Fangen wir an. Oh Gott. So. Fängt ja gleich gut an. So, the name Mary Ann. Ann. So. Oh, the Mary Ann in Anna Pauses. Very mysterious. So, schau mal, was bei den anderen noch ist. N. Ein kleiner Ozeanid. Wir müssen zu der Quelle gehen. Zu dem Brunnen gehen und um Nachwuchs bitten. So. What Paimon ate this morning? Das ist das Wichtigste natürlich. Pfft. Mein Gott, ist das albern. The Oceanid. The Need Creatures in Anna Pauses.
So. Wie kommen wir jetzt auf Osile? Aber, hä? Jetzt bin ich ganz verwirrt. So. Zack. Okay. Die Enigmatic Marianne. Tada! Okay, wir sind zu einer Lösung gekommen. Seitdem sie diese Gedankenblasen eingeführt haben. Oh. Immer wieder verwirrend, was sie an einem von einem hören wollen. Sag ich doch. Ein Ozeanid steckt dahinter. Und zwar Marianne. Princess herself. Oder ist da noch einer? Der Große, der um den Turm gewickelt war. Oder Marianne. Princess Lyris. Pff. Okay, ich glaube, jetzt wird es wichtig. Jetzt muss man kurz aufpassen. The Red Empress of the Narzissenkreuz Order from back then. The Red Empress who loves to take heads. Okay. Ab mit dem Kopf. Wow. Lyris is made of pure water and so has the ability to dissolve and extract people's wills. Schlimm? Keine Ahnung. Okay. Oh. Seymour hat was in seiner Datenbank gefunden. So, wie? Oh. Gut, sprechen wir mit allen rein wieder. Anne, was hast du zu sagen? Okay. Oh, do tell. Glauben Sie, dass es wirklich eine Geschichte ist oder ob das alles irgendwie auf der Wirklichkeit beruht von damals? Lidell. Okay. Seymour, was hast du zu sagen? Hier eine Zusammenfassung. Perfekt. Thank you, please do. Report to superiors. Okay. Wie war der erste Direktor? Human Vice Director. Wer war das? Hm. Okay.
Frage ist, diese blauen Sachen sollten immer wichtig sein. Her intelligence among Ionids was below average. Okay, nicht besonders schlau. Aber nett zu den Kindern. Konnte noch nicht mal zählen. Hat sie dann Kinder unterwegs verloren? Okay. The Narzissenkreuz Institute. Yay. Alles kommt wieder zusammen. Manchmal wünsche ich mir so eine ganz... Ich sollte mir nach dem Ganzen vielleicht das alles nochmal zusammengefasst durchlesen. Das ist einfach zu viel Information mit zu vielen Charakteren. Gefühl. Manchmal. Ich versuche es eh irgendwie zusammenzubauen, aber nachdem es über mehrere Versionen geht, die Geschichte... Ja. Okay. Alain und Mary Ann waren halt dort im Narzissenkreuz-Institut. Bevor sie zu den Hunters, also bevor der Emanuel Guillotine sie aufgenommen hat. Noble Madam, okay. Kater. Schau mal, was er noch zu sagen hat. Okay. Weiß nicht, viele Leute sind echt glücklich unten in Meropid. Aua? Was ist Aua? Hat dir wehgetan, Raffi? That's true. Ich habe immer Fragen. Warum macht ihr alles so kompliziert? Ich habe mich gestern an beiden Knien aufgeschrammt, weil ich so über eine Sportmatte gerutscht bin. Okay, mit den Knien? Au. Mein Beileid. Und in der Badewanne tut das ein bisschen weh. Ja, dann vielleicht vorsichtig sein beim Baden oder Duschen. So. Oh, du Ocean, it's reproduce. Ja. Normalerweise war es so, die ganzen Ozeanide, die Menschen waren, mussten halt zum Brunnen gehen und sich Kinder wünschen. Und dann sind die irgendwie gekommen. Mehr wissen wir auch nicht. Aber jetzt sind alle Ozeanide ja echte Menschen. Zumindest die menschlichen Ozeanide. Passiert. Sind halt Blutergüsse sogar. Oder einfach nur Schürfwunden. Putsch. Dann bist du da definitiv falsch rübergerutscht, würde ich sagen.
Ein Ozeanid-Ozeanid. Okay. I suppose I'd have to say, I suppose so. Was? Do tell. Okay. Interessant. Da muss ich an den Sommer-Event denken. Wie hieß sie? Ilia? Wie hießen die? Aus der Flaschen Bottle Land. Ilia. Der hat ja so viele Ozeanid-Menschen gemacht. Oder Menschen-Ozeanide. Erstellt. Muss sehr fähig gewesen sein. Rodea? Oh mein Gott. Rodea macht aber nur Tierchen. Aber Idia hat menschliche Ozeanide erschaffen. Ganz, ganz viele. Vielleicht war sie auch extrem fähig, deswegen hat Alice ihr die Flasche geschenkt. Da! Wow, so that means the Idia must be incredibly strong. Da, habe ich es nicht gesagt? Was ist, wenn man den Sommer-Event nicht gemacht hat? Dann kommt die. Wäre das sicher nicht gekommen, oder? Wenn man Idia nicht kennt. Gut, dass ich den Event gemacht habe. Oh, in this world at least. Okay. Creating humans using human knowledge can only be achieved by gods. Eine Nouvellette konnte zumindest aus den Ozeanidmenschen. Es gibt Ozeanidmenschen und Menschenozeanide. Das waren Ozeanidmenschen, das andere waren Menschenozeanide. So kompliziert mein Kopf. Ah. Okay, die sind alle Menschen. Aber die mit den blauen Haaren und mit den blauen Augen sind alles Ozeanide. In Menschenform. Aber Ozeanid-Ozeanide? Okay. Nur daran zu glauben reicht? Perhaps the descendant hypothesis makes more sense. Perhaps Mary Ann doesn't consider herself an Ozeanid type. Die ganze Geschichte gibt's ja auch noch.
Okay. I'm ready. Was soll ich sonst machen? Ich habe keine andere Wahl. Alle sind auf jeden Fall irgendwie miteinander verbunden. Mary Ann in Anführungszeichen, Lyris und Anne. Ich habe diese Geschichte geschrieben, Hilfe. Everyone gathers. Ah ja, klicken. Allen raucht schon der Kopf. Hier AC V07. Okay. Auch genannt Seymour. Oh Gott. About the damage to Seymour and Elena's, the Red Empress Lyris, the Oceanid N. Kann man alles einmal durchklicken? Genau, Mamea hat sich um ihn gekümmert. Okay. Die Original Mary Ann ist wahrscheinlich nicht mehr da. Wenn sie auch bei dem Kampf mit dabei war. So, die normale Mary Ann war ein Mensch. Check. So, Lyris. Okay, nachdem Lyris nicht besonders intelligent war, kann sie nicht hinter den anderen Sachen stecken, theoretisch. So, dritter Punkt. Anne. Noch irgendwas? Hallöchen Temi, willkommen! Und hallo liebe Raiders! Willkommen, willkommen! Mir raucht gerade der Kopf. Ein bisschen. Wie geht's euch? Alles klar? Was habt ihr Schönes gemacht heute? Einmal kurz die ganzen Fakten nochmal einsicken lassen derweil. Starrail habt ihr gemacht? Was habt ihr heute Schönes in Starrail gemacht? Hallihallo, ich bin dir, ich bring dir wieder liebe Menschen. Willkommen, liebe Menschen. Ihr seid sehr willkommen.
Wie geht's euch? Alles klar? Slay the Princess fertig gespielt. Oh, okay. Was ist das für ein Spiel? Ich überlege gerade, ob ich da schon mal von gehört habe oder nicht. Genshin-Stream angeschaut, das haben wir auch gemacht. Und Starwell Dailies, okay. Also eine große Auswahl an verschiedenen netten Sachen. Was sagst du, oder was sagt ihr zum Genshin-Stream? Irgendwelche Sachen, auf die ihr euch besonders freut? Slay the Princess ist ein Horror-Dating-Sim. Okay. Hört sich irgendwie... Wow! Kann man da horror-tastische Prinzessinnen daten oder was? Das muss ich mir mal anschauen. Ich skippe bis auf die Events alles. Skip! Ja, ich wahrscheinlich auch. So wie es aussieht. Ich spare. Ich spare für die Zukunft. Ja, Events werden schon gemacht, aber ansonsten... Auf die Teekanne freue ich mich sehr. Ich werde auf jeden Fall wieder bauen. Sehr, sehr cool. Ja, aber ansonsten war ja nicht so viel mit dabei. Aber das ist vielleicht gut, um mal wieder ein bisschen aufzuholen. Alles andere. Yes. Ja, schön. Dann, alle lieben Menschen, wenn ihr Lust habt, macht es euch gemütlich. Wir machen heute World Quest in Fontaine weiter. Und schauen wir mal, wie es läuft. Bin aber schon wieder los, die Kinder abholen und weiter Kekse backen. Oh, Kekse backen. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß, noch einen schönen Nachmittag und einen schönen Abend und viele leckere Weihnachtskekse wahrscheinlich. Hm. Kekse, also ein kleiner Keks wäre schon gut jetzt. Hm. Danke auf jeden Fall für den Raid und dir einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns. Und wir machen derweil dann weiter mit Kenshin. Gerade mitten im Narzissenkreuz. Quest im letzten Teil. Oh, mir raucht der Kopf mit der Story. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich hoffe, wir kommen da auch mal raus und können ein bisschen herumlaufen. So. The Mary Ann in Anna Pauses. Macht am meisten Sinn, dass sie hinter allem steckt. War eigentlich auch mein Gedanke, dass sie hinter all dem steckt. Hm. Ja. Long ago. Sag ich ja, das war die ganze Zeit mein Gedanke. I didn't want to disrespect Anne, though. Okay, auf zu Marianne. Okay, was hat denn Simo jetzt schon wieder zu sagen? Bitte was? Paimon wieder. It's like pouring Fanta into a sink and then saying, sink, you'll get fat if you keep drinking like this. What? Albern. Can't believe you remember that. Hm. Na dann auf zu ihr. Ich will da eh mal wieder hin. Das Haus ist so cool. Wo wir wieder bei Haus sind. Die Teekanne ist unter Wasser. Ich bin gespannt. Wir werden auf jeden Fall eine Stadt bauen.
Etwas mehr was Ländliches. Dann haben wir theoretisch noch die Melusinen-Items. Schau mal, was wir noch für Items bekommen. Oh, Indoor freue ich mich. Das Haupthaus sah cool aus. Das sah mächtig riesig aus. Auf geht's, nicht aufgeben. Na dann mal los. I concur. Ah, the fairy tale Waterworld. Ah. Da war was. Überleg gerade, mit welcher Story ich eigentlich angefangen hatte. Mit der Mamère-Story oder mit der Anne? Ich glaube, Anne, die Anne-Story habe ich als erstes gemacht. Dann die Mamère-Seymour-Story und die Catter-Story gab es erst in 4.1. Müsste man sich nochmal anschauen. Schon wieder so lange her. Auf geht's. Tatratata. Gut. Muss ich da direkt hin teleportieren? Nein. Das ist der nächste Teleporter, denke ich. Haha. Okay. So lustig mit dem Wasser an der Decke. Alles steht Kopf. Na, schaut euch den Ozeanid da an. Riesig. Mega Ozean. Einfach mal reinfliegen. Halt, wartet mal. Okay. Dachte, wenn wir schon mal hier sind, gleich mal den Kompass einsetzen. Wer weiß, was da noch alles an Schätzen ist, aber anscheinend ist da nichts mehr. Rein in den Turm. Miss Anne. Yep, I will. Glaubt ihr, dass der Kompass bis nach da oben geht? Lass uns noch einmal ganz kurz schauen. Okay, das Geräusch unter Wasser. Tatsächlich scheine ich da alles eingesammelt zu haben. Kompass zeigt nichts mehr an. Dann da mal rein da. Mit diesen Wasserwürfeln haben sie sich echt Mühe gegeben. Oh. Jack und Elle sind da. Hallöchen. Die bewachen das Portal. Hallo. Warum ist das so seltsam? Now let me take out her handwritten letter with my hands, which are much like yours, yellow and white ones. Weiß ich nicht. Das sieht mehr nach blauen Froschfüßen aus.
Okay. Müssen wir jetzt kämpfen? Ah, Hilfe. Wahrscheinlich nicht die beste Variante. Zack, zack. Na komm, runter. Zack. Wow, HP. Oh. Wasserexplosion. Oh nein, die Wasserblase ist weg. Oh oh, was macht Ketter jetzt? Close your eyes. A temporary optical sensor shutdown. Augen zu. Dann kann ich aber nichts mehr lesen. Big. Die Bubbleblase ist wieder da. Mit Jing. Okay. Sachen gibt's. Lieber ein bisschen heilen zwischendurch. Man weiß nie, was als nächstes kommt. Immerhin habe ich die Charaktere jetzt halbwegs gelevelt. Alle meine guten Eiskristalle. Der Deckel öffnet sich und wir kommen hinein. Tada! Jetzt der Eingang weg. Der Domain-Eingang. Stellt euch einfach vor, er wäre wieder da. Okay. Ich kann mal nicht alles herbeizaubern. Okay. Keine Chance. Gibt es noch einen anderen Eingang, um dahin zu kommen? Wouldn't say we're completely out of luck. I heard something while Anne was imaging. Sie wollte sich eigentlich einfach nur mit allen treffen, aber sie sind alle nicht mehr da. Obwohl, sie sind ja da. Nur irgendwie in anderer Form. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Wieder zum Ordo zurück. Pff. Was hat sie jetzt vollgebracht? I'm not a dog. Silly dog. But everyone's left. Alle sind weg. They won't come back, no matter how long I wait.
Wenn es alles nur einfach so einfach wäre, einfach hinsetzen und Tee trinken. I don't want to hear your stories, I prefer my world. Hm. Talk to Caterpillar when you're ready. Gut, erst mit den anderen reden. Is there anything else you want to say? Wouldn't do that. Okay. Interessant. Don't worry, you've already helped plenty already. I think she is, I don't think she is. Hm. Ich meine, von allen Personen oder Wesen, die es jetzt noch gibt, am ehesten sie. Ich denke schon. Wir haben auf jeden Fall irgendeine Verbindung. Es ist kompliziert. Gut, wo ist Kater da drüben? Der Donuttisch ist toll. Bekommen wir den auch für die Teekanne? Ist gleich der ganze Raum voll. Auf geht's. Neither elimination nor enumeration is very fair to Anne. Okay, I'm listening. Na, jetzt geht's darum wieder. Oh. Ein großes Tabu, wenn Menschen Menschen kreieren und wenn Ozeanide Ozeanide kreieren. Aber wenn Menschen Ozeanide oder Ozeanide Mensch machen, ist kein Problem. Es ist kompliziert. Oh. Liebe ist die Antwort. Hm. That's a very interesting idea. Ich bin bereit. Let's begin. Ich weiß zwar nicht, womit. Ich muss wieder Gedankenblasen machen. Okay. So. Puh. This morning Paimon ate. I don't know. Ich weiß nicht, warum ich das nicht aus dem Kopf kriege. Warum hat Paimon das überhaupt gesagt? This can't really be foreshadowing, can it? Passt auf, ganz zum Schluss ist das ganz wichtig, dass sie den Chicken Mushroom Skewer gegessen hat. The Red Empress Lyris. Ja. Passt. Marianne. Die Original, menschliche. So. Und Marianne, die Blaue. Marianne, die Blaue. Er schickt mir Kekse mit Liebe drin. Ich hätte auch gern Kekse. Noch nicht mal eine Geburtstagstorte oder Kuchen oder so. Heul. Mm-hmm.
Fairy Ann. Who wove a fairy tale without an ending? Ja, vielleicht werde ich die Tage mal selber was backen. Ich habe so ein neues Backbuch gekauft mit guten Rezepten. Mal schauen, ob ich davon was mache. Irgendwas Leckeres. Irgendein Kuchen oder so, irgendwas Fluffiges. So. Neue Gedankenblasen sind aufgetaucht. The memories of waiting in the ruins. Okay. Lyris. Director Lyris's memories. Ah. Mary Ann has Lyris's memories. Gut. Haben wir da noch The Memories of the Narzissenkreuz Institute. Da, wo die ganzen Waisen aufgenommen wurden. Marianne. So. Zack. Marianne has Marianne Guillotine's memories. So. Tada! Mary Ann is that younger sister. If so, then Mary Ann is Mary Ann Guillotine. They have the same name and matching memories. Flop. So. Und zum Schluss, Mary Ann ist Lyris. Alle gehören zusammen. So. Submit Conclusion. Oh. So. So. The identities are contradictory. Das ist kompliziert. How can she be both people at the same time? Lyris's abilities. Okay. Probably has special powers. Good. Das mit... Das auch nicht. Ah, jetzt haben wir noch eine Gedankenblase. Dissolving the personality and will. Oh. The job in the order was to dissolve the members' egos. Hm. Oh Gott. Das ist wirklich kompliziert. Okay. Alle sind irgendwie miteinander verschmolzen. Dass Anne and Mary Ann were born. Oh mein Gott. Meine Nerven. Ja. Ich meine, wir können viel diskutieren, aber letztendlich sind alles nur Theorien. Solange wir nicht Bestätigung von Lyris haben.
Was passiert, wenn das Ego von jemandem aufgelöst wird? Schwimmt das dann auch im Wasser herum? Genauso wie wenn die Ozeanide aufgelöst wurden? Fragen über Fragen. Silly Dog. Narzissenkreuz. Ja, wer ist Narzissenkreuz? Der Anführer, okay. Okay. Ich glaube, man muss das wirklich kurz und knapp zusammengefasst lesen. Dass alles hundertprozentig einen Sinn macht, oder? Bin das nur ich? Mein Gehirn. Oh, the Doomsday Clock. Ja, die steht 5:05. Ich will keine Apokalypse. Wir haben schon das Wasser, Gott sei Dank, zurückgehalten. Mit dieser Word Formula, das ist für mich auch noch ein bisschen ein Rätsel, aber ich glaube, das soll für uns alle ein Rätsel sein. The beast of the stars shall drink the amniotic fluid of the world dry. 100 years more and all surface life shall be wiped away. Alles Leben weg. Und Tevat fängt wieder von Null an, oder wie, oder was? Okay. Sind Sie sich sicher, dass dann das Leben unter Wasser noch, die ganzen Unterwasserwesen noch übrig bleiben? Hm. The heading of a Yale Publishing House novel from a few years back. Was hat Simo in der Zwischenzeit gelesen? Light Novels aus Inazuma? Mamer brought it back to the village to learn how to paint. Oh Gott. Interessant, interessant. Oh, no wonder. I suppose we must find the holy blade of Narzissenkreuz. Habe ich das nicht mit? Ich habe doch zwei Schwerter. Das Holy Sword und das Holy Blade, gell? Lady! Gleich rausziehen. Dang. Oh, okay. I'm talking about the real one. Okay. Und wo ist das versteckt?
Bitte was? Should be able to separate Lyris and Marianne. Mit dem Schwert auseinander? Ucht. Regardless. Let's get moving first. Die Frage ist, wohin? Unten wieder runter? Aber wir kommen ja gar nicht mehr dahin. In das Gebiet. Wo die Schwerter waren. Das war ja da eh in der Anapausis drin, oder? Okay. Follow Caterpillar's direction to the specified location. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Seid ihr schlauer? Wirklich 5 vor 12 da. Die Apokalypse ist nah. Ah. Hilfe. Okay, wo müssen wir hin? Okay, zum Schwirbelwölkchenturm. Nicht zu vergessen, vor Charybdis. Vielleicht kommt so ein riesiges Charybdis-Ding angeflogen. Aus Slime. Oh weh, oh wei. Oh, geht gleich los. Hatte keine Chance, noch irgendwas zu drücken. Da sind Hydro-Crystal-Flies. Enough that you can see that tower over there. Yes, den Tower sehe ich schon seit 4.0 und ich wollte die ganze Zeit schon hingehen. That I can. I passed it by earlier, actually. Wir sind schon oft daran vorbeigegangen. Ich habe den ganz genau beobachtet. The Tower of Ipsissimus. But we would later call it the Tower of Gestalt. Sind wir jetzt bei Nier oder was? Was named for the idea that things have to been separated. That things that have been separated need to be combined to display their original complete form. Das heißt, wir nehmen Anne und Mary Anne und wenn wir die beiden zusammengeben, bekommen wir Lyris. Oder sowas in der Art. Oder bekommen wir da Mary Anne? Originale? Oh mein Gott. Irgendwie habe ich das Gefühl, das endet dramatisch. Hm. Die Crystal Flies im Hintergrund. Schaben am Boden herum. A map of the seal of Chimical Marriage? Was soll das denn heißen? Four Seals, okay. Oh, okay. 4 Siegel. Da, da, da und da. Und wenn man die löst... Und was ist hier? Theoretisch müsste da auch noch eins sein. Praktischerweise ist genau die Ecke da rausgerissen. Ist da unten noch eine Insel? Ja, oder? Hm. Okay. Siegel lösen. Erstmal Siegel lösen, Bösewicht platt machen, dann ist alles gut. Okay. Cool, a new weapon. The Holy Blade of Narzissenkreuz.
Das Echte. Hat die Sonne auf da hinten. Okay. Okay, mit dem Holy Blade konnte man den, das Ego und den Willen trennen vom Körper wahrscheinlich. Das ist so brutal, warum machen sie sowas? Okay, wahrscheinlich warum auch im echten Leben Experimente gemacht wurden mit Menschen, damit sie willenlose Kämpfer für bestimmte Sachen gemacht wurden. Oh, I remember something about that. Oh, die Sonne geht auf. If Lyris and Mary Ann's wills created Anne, and if the old me was placed in some hilly child's body. Ah. Das heißt, man kann auch Sachen zusammenfügen wieder. Oder? What, really? Tada! Ich glaube nicht, dass das echt ist. Das ist nur ein Holzschwert. Jo. Okay. Got it, let's go. Das heißt, wir müssen jetzt die Siegel aufmachen. Tada! Oh, jetzt fängt erst alles an. Pff. Find and break the four seals. Muse's mother. Find the seal. Schwupp. Ah! Direkt dran vorbeigesprungen. Da ist noch eine. Das ist ein Hydrokulus. Yay! Okay. Tada! Muse's mother. Trace and find the Narzissenkreuz Ordo Seal. Okay. So, wir schauen mal, wie. Ich möchte nur wissen, wie viele Unterdinger das hat. Damit wir uns das gut einteilen können. So. Okay, search in the LGC. Hat vier Unterdinger, das sind wahrscheinlich genau die vier Siegel und dann kommt das nächste. Das nächste Hauptdingsel. Okay, ist dann der zweite Akt. Schauen wir mal, dass wir den ersten Akt heute fertig bekommen. Wir machen den ersten Akt und schauen uns dann gleich im Gebiet ein bisschen um, würde ich sagen. Oh mein Gott, tut mir leid. Jedes Mal, wenn ich ins Genshin-Wiki reingehe, ich glaube, die Werbung auf der Seite, die slowt immer alles extrem runter. Ich habe schon wieder zugemacht, die Seite. Zack. Ich würde sagen, Quest inklusive Erkundung. Klingt gut. So. Das heißt, die Siegel müssten theoretisch, das war so schief, da, sicher ist hier noch ein Siegel, oder? Man weiß nicht so genau. Aber so praktisch, dass genau da das Eck ausgedingselt ist. Okay, wir machen jetzt mal diese kleine Insel und dann würde ich sagen, find the seal. Ah, es ist eh unter uns. Doch hier? Jetzt mal die Kiste. Guten Tag. Tada. Ich muss sagen, ich find's relativ lustig, mit Frimine zu kämpfen. Achievements. Ich meine, sonst.
Und einem Wasserekler. Okay, aber Hydrokul. Okay, was ist das? Interact. Ah, die Fähigkeit. Oh. Operable Mechanism Feather Wealth. Okay. Use one crystal receiver node to create a bidirectional valve. Though it is not the original design or intended use, the energy of the xenochromatic ball octopus can push the receiver nodes, pushing the feather valve to operate in one direction. One direction! After the current stops, the feather valve will automatically revolve back to its original position. Okay, du kurbelst das auf, lässt los und dann kurbelt es automatisch wieder zurück und in der Zwischenzeit musst du runter. Und dann sind wir für ewig da unten gefangen. Associated or connected mechanisms will operate along with a valve. Sometimes the missing receiver nodes need to be found. Okay. Ei, ei. Musik. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, wir müssen da runter. Wir stellen uns gleich daneben, drehen wir. Okay, und wenn wir loslassen, geht's gleich wieder zu. Woo! Und zack, wir sind gefangen. Für ewig und immer. Schon wieder diese dramatische Musik. Der Musik muss ich immer ein bisschen an Final Fantasy denken. Mit diesen Glocken-Dingsbums. An die Retro. Also nicht die ganz, ganz Retro-Final Fantasy, sondern die mittelalten Final Fantasies. Falls das Sinn macht. Hat Mika ihn geschossen. So funktioniert das aber nicht. Ich habe noch nie wirklich einen Physical Character gespielt. Obwohl ich meinen Fremi ja auf halb gebaut habe. Oh, ist da gerade ein Hilichurl abgestürzt? War so aus, oder? Oh, das geht ganz schön tief runter. Die Musik. So eine Mischung aus Final Fantasy und irgendwie alten Disney-Filmen. Ich kann mir nicht helfen. Das Lied. Das war ja in der einen Höhle auch schon. Was für ein Knopf? Eins. Okay. Was ist der oben im Wasser ist. Ich bin echt glücklich, dass ich den Körper schon habe. Da nicht gerade was geglitzert? Das waren nur so Effekte wahrscheinlich. Lass mich raten, sobald wir da reinfallen, geht das Tor zu, oder? Okay, wir fallen erstmal dahin und dann geht's weiter runter. Nee, geht doch nicht zu. Das wäre jetzt gruselig gewesen. So, Ball-Octopus-Fähigkeit. Ja, noch immer nach oben. Ist das die andere Seite, wo wir damals waren da? Deswegen ist die gleiche Musik, weil es die gleiche Höhle ist. Oder? Waren wir doch da in dieser einen Höhle da drin. Mit dem einen Roboter. Wie hieß denn der? Ihr wisst, welche Geschichte ich meine. Was ein bisschen traurig irgendwie war. Kann man da irgendwie aufmachen? Macht mich ganz kirre, dass da alles rot ist. Hilfe. The door's already open. Noch zu. Zack.
komischen Hunde. Adia an sich ist eigentlich gar nicht so schlecht. Vielleicht würde ich, meine... Ehrlich gesagt, ich bin nicht so ein großer Fan. Nicht, dass Charlotte schlecht ist. Aber wenn ich einen von den beiden Kryo-Heilern verwenden würde, jetzt mit Fremini zusammen, wäre es wahrscheinlich Mika. Auch wegen dem Attack-Speed und dem Physical-Bonus. Aber wenn man statt Charlotte zum Beispiel noch einen Animo-Charakter mitnehmen würde, das ist eigentlich eine ziemlich coole Party. So. Nicht mal mehr umschauen darf man sich. Halt, warum ist da ein Feuer? Das ist eine Ruine. Irgendjemand muss lang gekommen sein. Oder ist das ein magisches Feuer? Man weiß es nicht so genau. Magisches Feuer unter Wasser. Ah, das ist eine Steintafel. This place is the orthand. Keine Ahnung, was das bedeutet. Of memory, the hall of memory, the room of memory. Geht auf jeden Fall um Memories. One in an instant. Okay. Da-da-dum. Was ist die Antwort? Products of lithiasis, you know, like kidney stones and Oceaneteers, shadows. Keine Ahnung. Eminence in shadows. Yes, shadows. Ha, ich bin gut bei solchen Rätseln. Manchmal. Da wird irgendjemand schon vorgegangen sein. Die Frage ist, wer? Ha. Weiter geht's. Jetzt werde ich wieder zurückgesetzt? War schon da oben. Und, okay, noch immer die Schatzkiste oben. Okay, was ist das für ein cooler Brunnen? Oh mein Gott, ich freue mich. Ruinen zu erkunden ist das Coolste, was es gibt, oder? Zum meisten Spaß. Oberwelterkundung und Ruinenerkundung. Ich wette, wir sollen nach dort zum Brunnen gehen. Oder dort rüber. Wir schauen uns erstmal ein bisschen um. Entschuldigung. Ist das Lied schon im Soundtrack drin? Und wenn ja, wie heißt das? Super epic. Okay, das mal. Osea-Ding. Ein Bild. Ein Spiegel. Oh mein Gott. Panik. Ah, nee.
Komm weg. Nicht schlecht. Was hauen die denn auf den Spiegel drauf? Ist ja cool. Der Turm da. Meine Tierchen sind ein bisschen verwirrt. Bitte, bitte achtet sie nicht. Es ist cool und ein bisschen gruselig zugleich. Hier ist nichts. Rein da. Oh, ich habe irgendein Rätsel gelöst. Okay. Anderen Seite. Ah, jetzt bin ich genau auf der anderen Seite gelandet. Aber da war noch irgend so ein Osiop-Neuma-Rätsel. In solchen Momenten denke ich, oh, es ist cool. Weil Furina kann beides machen. Geld. Ohne dass ich die blöden Bällchen suchen muss. Ah, da drüben war noch ein Hydrokulus gewesen. Habe ich gar nicht gesehen, Leute. Ich bin blind, ich weiß. Zack. Yes. Okay. Die beiden sind auf jeden Fall irgendwie miteinander gekoppelt. Und auch noch Rätsel. Ist da unten im Wasser was? Ja, Tatsache. Oder ist kein Rochen, kein Schneiderochen, oder? Okay, vielleicht muss das Wasser ansteigen. Wir stellen uns einfach vor, das wäre ein Wassertempel. Warum ist das so Glitzerwasser? Ist das Prime Ordeal Seawater? Okay. Haben wir so den Oktopus. Ah, vielleicht geht es auch mit dem Oh, mit dem. Okay. Energy Flow 1. Within these ruins, there are strange water-colored energy flows that seem to follow established channels as they flow along. Additionally, there are devices on the tracks that can gather these energy flows. These strange devices can even use lifts to transfer these flows to high or lower level channels. The final goal seems to be to guide this energy into the large machine in the middle of the ruins. Okay. Das heißt, wir brauchen noch mehr von diesen Dingern. Schauen wir mal. Release. Okay. Oh. Langsam steige ich da schon durch mit den fiesen. Hier da unten ist. Ja, okay, da unten ist die eine Schatzkiste. Wollen wir noch irgendwo anders hingehen? Okay, da fließt schon das Wasser. Oh Gott. Erschreckt. Ploppt auf einmal was auf. If water loses its incisiveness, how shall it become water again? If a tree leaves the soil, where shall it go to take root? No matter how mightily stone may strike upon metal, humans cannot survive without water or soil. Okay. Echoes hallowed and. Okay. Bin ich hier oben? Da oben war ich schon. Da geht es einfach nur wieder runter. Vielleicht sind meine Artefakte wieder voll. Ich sehe es schon kommen. Gut. Oh, halt.
Macht das? Fühlt nichts. Ah, doch, da. Gameplay-Tutorial. Operable Mechanism Eliphas Beam. Okay. This device was the result of early forays into optical science by the Institute of Natural Philosophy while they were still a budding academic organization. Its basic components include beam generators and beam receivers. The beam generator must sometimes be installed on a beam receiver base similar to a regulating valve and can be controlled and rotated through the use of energy from a xenochromatic ball octopus. Die Frage ist, wer ist auf die Idee gekommen, Fähigkeiten von Wassertieren zu verwenden, um irgendwelche mechanischen Sachen zu... Ja, okay. Noch eins. Track assemblages and Eliphas beams. Okay, there will sometimes be spherical beam relays on the tracks and their movement can be controlled by regulating valves. When they receive a beam, the beam relays will fire off another beam in a certain direction. Okay. Oh. Okay, jetzt hat sie es gelöst. Okay, und wir müssen das obere Ding da anleuchten. Richtig? Okay. Ist da das Beam-Ding drauf und jetzt leuchten wir das da an? Ah. Nicht? All. Lift is already on this floor. Ich dachte, wir müssen den einfach nur hoch machen, damit er das eine Ding da anleuchtet. Das da. Was auch immer das da ist. Hoppala. Das wollte ich nicht. Da noch irgendwas Spannendes? Außer ein Pilz und ein Artefakt. Wahrscheinlich nicht. Okay, treiben wir das Ding nochmal an. Ich glaube, Mika, was machst du da? Hä? Ich glaube, wir sind prinzipiell da auf einem guten Weg. Das ist noch nicht so ganz das, was wir machen müssen. Wenn ich das hochleite, geht er hoch. Leuchtet da zwar dran, aber das bringt nicht. Wartet mal. Und das drehen irgendwie? Mit einem Bogencharakter? Das ist nicht. Gut, Partywechsel. Wir werden da schon drauf kommen. Ich die? Opus-Fähigkeit nicht mehr, nein. Ja, traurig. Ich kann das wirklich erst später lösen. Uns fehlt auf jeden Fall noch das Wasser da raus. Okay. Wir müssen es nach oben fahren. Ah, okay. Ich hab's geschnallt. Pass auf. Aufgepasst. Habe ich noch meinen Ball-Oktopus? Nein. Hol ich mir einen neuen Oktopus. Brauchen wir den Oktopus? Aufgepasst, jetzt habe ich's. Dann machen wir so. Aber warte mal. Ich muss nicht sehen kann, dass es ganz oben ist. Wir lassen den Mist ganz, 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 ganz oben fahren. So hoch, wie es geht. Okay.
Dann gehen wir raus, hauen da drauf. Die Klammer geht zu und das Ding bleibt oben hängen und leuchtet die Kugel an. Schaut. Yay. Oh mein Gott. So, und jetzt können wir da den Brunnen aus... Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich erstmal Brunnenwasser von unten holen. Ach du... Oh. Okay, es ist aber cool. Ich liebe solche Rätsel. Ich habe keine Ahnung, was ich ausgelöst habe. Oh, schnell durchrennen. Mika, gib alles. Okay. Oh Gott, noch ein Tutorial. Energy Flow 2. On the channels required for energy to flow, sometimes corners will have dispatch devices that can adjust energy flow direction. Based on their shape, you may be able to determine the direction energy will flow. And there are often mechanisms to change the direction of these dispatch devices nearby. Okay, gut. Also das sieht gut aus. Das ist mit dem verbunden, das ist mit dem verbunden, das ist mit dem verbunden. Und da drücke ich drauf, dann müsste das Wasser rausfließen in meinen anderen Brunnen. Alles sollte gut sein. Bevor ich irgendwo hingehe, gehe ich einmal... Das ist woanders. Immer schauen, ob hier irgendwas ist. Weil wenn man die umstellt, dann fließt es irgendwo anders hin, wo es nicht sollte. Aber hier ist eh perfekt. So. Go up. Und jetzt das Wasser bitte rauslassen. Und alles fließt in die Mitte. Okay, obtain the memory piece. Was der Kristall da ist. Check. You carefully inspect the top of the... There's nothing here. Natürlich, da ist so ein Kristall oben drauf. Na super, irgendjemand macht die ganzen... Holt sich die ganzen Items schon? Wir müssen die Rätsel trotzdem lösen. Okay, next area. Oh, wir werden rausteleportiert, wie nett. Wir müssen uns merken, dass da unten eine Schatzkiste ist, gell? Oh. Da geht's nicht. Jetzt ist Wasser drin. Luxuriöse Kiste. Und jetzt wird wahrscheinlich irgendwo ein Rochen rumrochen. Den finden wir jetzt und dann können wir unten aufschneiden. Sind die ganzen Sachen da wieder respawned? Na, nur Geld ist da. Ist der Rochen. Im Ball. Ah, da ist der Rochen. Rochen! Jochen, der Rochen. Zack. Zack. Oh, muss ich beide auf einmal treffen? Oder einfach nur schnell genug sein? Kann mir nicht helfen? Ein bisschen sieht es schon nach Primordial Seawater aus. Okay. Corina. Da drüben noch irgendwas. Den Dings muss holen. Schatzkiste. Die Musik. Oh. Hat das angeklickt. Warte mal. Was? Geld nehme ich schon mit. Mora sind Mora. Beste Geld.
Auch wenn es nur Mora sind. Sonst noch irgendein Rätsel zu machen? Sieht da verdächtig aus. Wenn das nur der Raum war. Im Spiegeldingsel. Hui. Okay, ich glaube, wir haben ja alles gemacht, denke ich. Plopp. Okay, keine Kiste mehr. Aha. Bitte einmal die Krabbenfähigkeit. Ach, Geld. War nichts mehr in dem Raum, gell? Oh, so viel Geld zu holen. Ich meine, ist eh gut nach allem, was ich gelevelt habe jetzt. So viel Geld ausgegeben. Ich glaube, ich habe mit 23 Millionen angefangen. Vor dieser ganzen Misere. Und dann kamen zigtausend Charaktere. Jetzt habe ich noch 14 Millionen. Da, 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 da. Können wir noch einmal in den Hauptraum zurückgehen, ob ich da irgendwas übersehen habe? Nein, oder? Das haben wir wahrscheinlich auch nicht. Sollten wir alles haben. Let's go. Nächster Ort. Find the seal. Schaut, jetzt ist da offen. Und ich sag's euch, da ist diese andere Höhle da. Wo wir damals waren. Genau die. Lustig. Was ist, wenn man das noch nicht gemacht hat? Dann geht wahrscheinlich das Tor nicht auf, denke ich mal. Hab gemerkt, dass ich manche Bosse, die ich für meine Chars brauche, einfach nicht schaffe. Oh weh. Welchen Boss brauchst du denn? Vielleicht, wenn ich mit der Story fertig bin, kann ich dir helfen. Und deine Fähigkeit? Ah ja, die Krabbenfähigkeit. Zack. Items kann ich gebrauchen. Auch noch viele von diesen Wasser-Items auch wieder und die Mecker-Mecker-Zahnräder. Da waren wir schon. Hoppla. Energisches Schwimmen. Einige weiß jetzt gerade nicht alle aus dem Kopf. Müsste ich mal schauen, wenn ich mich eben wieder einlogge. Okay, na, ist kein Problem. Also, eigentlich sollte kein Boss... Also, für mich sollte eigentlich kein Boss ein Problem sein. Aber jetzt mache ich mal die Story fertig da. Halt, das ist eine Muschel. Öffne dich. Geld. Was sind das für lustige Blasen? Die kann man einsammeln. Spring of the First Dewdrop. Okay, wofür sind die schon wieder? Die abgeben. Die Karte. The Dewdrops. Sowas zum Sammeln? Ah ja, da. Local Specialty. Natürlich, oh. Vorhin Charakter hätte die gebraucht. Kann alles noch passieren, gell?
So, wo müssen wir jetzt hin? Okay, da drüben. Dann würde ich sagen, wir flummeln hier so rüber. Wir holen gleich da... Ah, der Teleporter ist oben. Aber ist vielleicht auch nicht so schlecht, den gleich zu holen. Weil was man hat, hat man. Da ist noch eine Schatzkiste auf jeden Fall. Wenn ich auch bedenke, wie viel ich noch erkunden kann, sind das einige Primus, die für mich noch offen sind. Wahrscheinlich. Das sind ganz viele von diesen Tropfen. Was glaubt ihr, brauchen Navia und Chevreuse für Spezialitäten, nachdem kein neues Gebiet dazukommt? Ich glaube. Nimm das. Will er nicht. Treff ihn nicht. Tada. Sehr gut. Lass noch was zum Aufmachen. Mein selbst Mondstand habe ich mehr als genug offen. Gefühlt 97% des Spiels noch nicht erkundet. Na dann ran an den Speck. Es muss eigentlich voll wild sein. Stellt euch vor, ihr fangt jetzt mit Genshin an. Und die ganze Karte ist alles noch nicht erkundet. Und man kann theoretisch alles auf einmal machen, sofern man halt den Progress freigeschaltet hat. Muss wild sein, oder? Ich kann mir das halt nicht vorstellen, weil ich seit 1.0 spiele. Ich spiele zwar nicht besonders schnell und ich brauche immer, bis ich alles fertig aufgedeckt habe. Aber ja. Ja. Zack. Muss so mega cool sein. Oder überwältigend, ich weiß es nicht. Man muss sich das halt einteilen. Man muss sich halt sagen, es muss nicht alles sofort sein. Wenn man so an die Sache rangeht. Ich meine, es ist nicht hilfreich, wenn man zum Beispiel einen Charakter pullt. Du jetzt theoretisch noch nicht die Items für die Charaktere sammeln kannst. Weil du bestimmte Gebiete noch nicht freigeschaltet hast. Aber muss man sich halt sagen, eins nach dem anderen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin ehrlich gesagt mit meinen Charakteren jetzt auch oft so, dass ich viele Sachen gar nicht mehr vorfarme. Sondern einfach warte, bis der Charakter da ist und dann level ich ihn halt langsam. Aber das ist vielleicht auch... Das kann ich mir vielleicht leisten. Da unten auch so ein Primordial Sea-Abfluss. Das kann ich mir vielleicht leisten, weil ich einfach so viele starke Charaktere schon habe, in Anführungszeichen. So, wir kommen schon mal in die richtige Gegend. Diese Tropfen sammle ich auch gleich ein. Ich wusste noch recht, dass es diese Tropfen überhaupt gibt. Rein da. Ah. Ah, schnell zur Schatzkiste. Wo ist sie? Da. Okay, das ist so ein Bus. Zack. Ach, interessant. Okay, oh Gott. Operable Mechanism Regulating Valve. Okay.
Use two crystal receiver nodes to create a bidirectional valve. Though it is not the original design or intended use, the energy of the xenochromatic ball octopus can push the receiver nodes, adjusting the valve direction clockwise or counterclockwise, and operating it and associated mechanisms in its way. Well, ich kann nicht lesen. Sometimes the missing receiver nodes need to be found. Okay. Beide bis oben und wenn sie dann runtergehen, dann sind sie auf der gleichen Höhe. Oder? Oder sie gehen gar nicht runter. In die andere Richtung. Ah, jetzt habe ich's. Ich hatte den richtigen Dreh. Und? Halt! Zu weit! Zu weit! Oder? Das hat gereicht. Holen wir uns mal den Teleporter da oben. Wo der ist? Da. Oh, oh. Ich bin beim Schwirbelwölkchenturm. Solange ich die Siegel noch nicht weggemacht habe, sollte nichts passieren da, oder? Neugierig. Vor allem gierig. Na, ich bin neugierig. Komme ich da bis nach ganz oben? Wirklich? Oh mein Gott, das ist so cool. Dann Hydroculus 100 Pro, oder? Oh, mein erster Gedanke. Oh mein Gott, das ist cool. Ich bin auf dem Schwirbelwölkchenturm. Endlich. Hydroculus. Ja, und das bei Sonnenuntergang hier. Schau mal, wie weit man schauen kann. Oh oh. Wartet, Stamina-Probleme. War zu übermotiviert. Ira setzt Kraxler ein. Schaut den Schatten an vom Turm. Die Weide. Andere Baum, die Würfel, Fontaine, Pyramide, der andere Baum, Sumeru da drüben. Der riesige Mond, der da aufgeht. Mondstadt. Siehst sogar die Türme vom Mondstadt da hinten. Dann Dwalins. Dragonspine. Die Höhe da hinten. Okay, Inazuma sieht man von hier nicht. Aber Sumeru. Oh, wie cool ist das? Ich bin jedes Mal begeistert bei sowas. Es tut mir leid, aber Celestia. Man sieht da wirklich da hinten Mondstadt. Dragonspine, da diese Klippen da. In die Höhe. Jade Chamber, Dings da. So cool. City. Pyramide. Voll cool. Bin gespannt, wann wir da oben raufkommen. Ob wir da hoch dürfen. Also die Chars, die ich aktuell hochbekommen möchte, für die brauche ich Flux-Eisbäume. Okay, das ist ganz einfach. Flux-Feuerbäume ist auch super einfach. Ozeanide ist jetzt auch relativ einfach. Am Anfang habe ich mir extrem schwer getan. Und Anemohibus-Hase. Können wir alles machen. So, wo müssen wir hin? Da.
Warte mal, bevor ich runterfalle. Pro was in dem Turm drin, sag ich ja. Aber jetzt mache ich erstmal die Siegel. Kann man sich auch mal die Fontänenflügel in Ruhe im Flug anschauen. Bin voll begeistert. Da unten ist, glaube ich, ein Hydrokolos. Bevor wir da ins Wasser fallen, gehe ich erstmal da zu dieser einen Ruine hin. Einen erkunden können wir noch immer, aber was wir auf dem Weg finden, das können wir gleich machen. Zack, 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 da gibt es auf jeden Fall Geld. Gut. Ich würde sagen, wir müssen da weiter runter. Du springst da nicht so rein, du holst dir den Hydrokulus bitte. Ja, da in die Ruine oder weiter ins Wasser? You should be getting close, be careful. Okay. Ist noch eine Muschel. Oh. Switch to walking in der Luft. Öffne dich. Rogue's Writings. Okay. Ich glaube, wir müssen da lang. Find the seal. Oh. Okay, Wasserhöhle. Ah, Hilfe! Ich danke dir schon mal dafür, wenn du mir später hilfst. Überhaupt kein Problem, können wir da machen. Wie gesagt, ich möchte nur den Akt fertig haben und dann können wir das gerne machen. Oh, oh. Wartet. Los, Tierchen, tut was. Ich habe Angst vor den Fässern da. Genau vor denen. Wir sehen, wir werden die Bosse wegmachen wie sonst was. Sehr gut. Teleporter freigeschaltet. Wir machen diese ganzen Fässer da ganz viele Sorgen, wollte ich sagen. Wir explodieren sicher gleich. Hier, das ist irgendein Mecker-Mecker. Corina, bitte. Dankeschön. Erstmal darüber. Warum ist da so viel Explosives? Geht's da noch lang? Nicht da, wo wir lang müssen. Nicht so viel ablenken lassen. Oh Gott. Einen wunderschönen guten Tag. Warum liegen da so viele Helichers auf dem Boden? Ich sag's gleich, ich bin unschuldig. Zumindest im Fall Helichers. Investigate. Okay. Ich sag's euch. Oh. Waverider-Punkt ist hier. Auch gut. Ist ja lustig. Aber wir sind... Ah nein, wir sind nicht unter Wasser. Wir sind eh auf... auf normal Null. Sozusagen. Oh, sorry. Stimmt, da liegt jemand auf dem Boden. Wow, what happened? What? Okay. Er lebt noch?
Aber hat kein Leben an sich? Hat jemand das Schwert ange... Es war sicher ein Narzissenkreuz, der das Schwert benutzt hat. Okay. Okay, wir haben ihn zum Hafen gebracht. Vielleicht müssen wir da später hingehen. Vielleicht gibt es dann ein Sidequest dazu. Stone Tablet. Okay, das ist der Temple of Wishes. Born in an instant, your company is eternal rest, never separated. The tainted fruits of sin. Another riddle. Antwort ist Leben, okay. Hurry, now. Ja, so ein Spiegeldings. Ein Oktopus-Teilchen. Erstmal gehen wir nach... Okay, dann gehen wir erst nach unten. So. Warum kommt recently unlocked? Anemokuli? Ich glaube, das ist ein Fehler. Wollte mir sicher was anderes anzeigen. Jetzt weiß ich nicht, wie ich das Rätsel lösen muss. Muss das sich irgendwie drehen. Okay, jetzt habe ich noch ein Gameplay-Tutorial bekommen. Das kann ich auf jeden Fall noch nicht öffnen. Ah, okay, das sind wieder diese Dinger. Wir brauchen die Laserbeams. Okay, bevor wir da irgendwas beamen, gehen wir ganz kurz hoch. Da ist noch ein Beam. Okay, da drüben. Ist nichts. Darüber. Ah, schaut mal. Wieder kann man das hoch und runter stellen. Okay. Kannst du irgendwas machen? Jetzt, ich weiß gar nicht, ob das die richtige Höhe ist. Die muss man da erstmal einen Strahl rüberleiten. Oh, falsche Richtung. So? Oh, zu weit. Nein. Ah. Das sieht ganz gut aus. Nur noch ein bisschen höher. Das sieht perfekt aus schon mal. Was haben wir da? Was leuchtet denn? Ah. Lifting Column, das haben wir geschnallt. Vertical Lifting Column. Okay. Ich glaube, es war relativ klar, was man da machen muss, oder? Warum leuchtet das da so komisch? Da leuchtet da irgendwas hin. Kann der da durchleuchten? Hier noch? Yay! Das ist ein Aufzug. Und da geht's auch rein. Dann erstmal da rein. Oder so. So.
Zack. Dankeschön. Sonnenblumen. Eine Ikea-Kiste. Es ist die Schatzkiste. Halt, von wo kamen wir denn jetzt? Da auch rein, nein. Wir kamen von da und müssen jetzt da lang. Okay. Habt ihr keinen anderen Weg? Jetzt oben? Ah. Oh, schaut. Wie cool. Das gefällt mir. Irgendwas noch? Über? Oh, wahrscheinlich nicht hier. Das nehme ich nicht. Da kann man noch ganz nach oben. Okay, ich muss ganz kurz schauen. Kommen wir da hoch? Bin neugierig, wie immer. Gierig. Okay. Ah, dann ist hier rum. Aber wahrscheinlich wird das auch dann mit Wasser geflutet und dann, denke ich. Activate. Ah. Fährt er nicht runter? Zack. Komm weg. Oh, die Tür geht auf. Die andere geht zu. Oh mein Gott, das ist ja brutal. Ach so, weil die Tierchen die ganze Zeit da draufhauen. Jetzt ist zu. Warte mal. Ist drauf. Sehr gut. Oh, cool. Yorick Lens. Da drüben ist Geld. Zack. Na was? Ich sehe es ganz genau. Okay. Hallöchen, willkommen. Wartet ganz kurz, ich hänge da nur ganz kurz da am Dings. Okay. Wenn das Zahnrad wieder runtergeht. Bin ich schnell rüber? Hoffe ich. So. Zack. Hallöchen, Alexus. Willkommen, willkommen. Wie geht's, wie steht's? Alles klar bei euch und willkommen, liebe Raider. Wie geht's euch? So. Nicht wundern, fahre ich jetzt die ganze Zeit hoch und runter? Nein. Doch. Ich muss dann auf jeden Fall nach da oben. Hallo, auch Genshin Impact gespielt. Was habt ihr Schönes gemacht? Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Stream. Hallöchen, Alex. Alex und Alexos. Willkommen, willkommen. Okay, da kommt eher ein Wind. Tada, den musst du jetzt noch schnell sammeln. Was habt ihr Schönes gemacht heute?
Habt ihr euch den Stream auch angeschaut, den Livestream zu 4.3? Oder nur gespielt? Auf jeden Fall, willkommen, willkommen. Macht es euch gemütlich. Bei mir gibt es heute auch Genshin. Und wir machen gerade Fontaine World Quests. Yes, ich bin am Erkunden. Und am Verwirrtsein, wie immer halt. Das Übliche. Okay, da müssen wir wieder Wasser hinleiten. Verstehe, ich verstehe. Von da kamen wir. Noch nicht ganz runter. Okay, da ist wieder was zu lesen. Ich wollte nicht lesen. Ich wollte nur das Artefakt aufsammeln. So. Oh, ich sehe es kommen. Wir sind gleich mit den Artefakten voll. Okay, das muss runter, damit er da durch kann. Jetzt nach unten. Ja. Den Boden versenken. Perfekt. Nummer 1 und den auch. Hallöchen, Zenom. Willkommen. Perfekt. Warte, er geht wieder hoch. Ah, schnell wieder runter. Na, jetzt geht er wieder hoch. Schnell runter. Okay. Das ist aber fies. Muss beide schnell genug runterlassen, dass sie beide lange... Achso, es gibt noch einen anderen Trick da. Hallo, hallo, ich kann leider nicht bleiben, weil ich jetzt so los zur Arbeit muss. Okay, überhaupt kein Problem. Und war den ganzen Tag beschäftigt mit Sachen packen, weil ich morgen umziehe. Oh, cool. Aber ich wollte trotzdem mal fix vorbeischauen und Hallo sagen. Ganz lieb von dir. Danke, Senum, fürs Hallo sagen und fürs Vorbeikommen, auch wenn du so viel zu tun hast. Habt einen schönen Tag und ganz viel Spaß und ein schönes Wochenende euch allen. Danke, ich wünsche dir einen tollen Arbeitstag, hoffentlich nicht zu anstrengend. Und vielleicht sehen wir uns das nächste Mal dann. Mach's auf jeden Fall gut. Und danke fürs Vorbeischauen. Voll lieb. Und umziehen, spannend. Musst uns dann berichten, wie der Umzug lief und alles. So, wir lassen den bis ganz unten im Boden versinken. Was ist, wenn ich mich draufstelle? Oh, er geht trotzdem hoch. Aber nur ganz langsam. Okay. Schnell da rein. Wow, so. Ja, ich kann nicht wirklich sagen, dass ich Genshin gespielt habe. Ah, sondern mein Computer? Okay. Ich bin dabei, ein Programm zu schreiben, das Genshin spielen kann. Okay. Sachen gibt's? Ehrlich gesagt, ich hätte ein bisschen, Respekt davor, ob sowas erlaubt ist. Aber cool ist es nichtsdestotrotz. Wassermarsch. Oh. Prost, Zenom. Wenn man sowas kann, ist es auf jeden Fall cool. Oh. Mein Gott, so viel zu lesen. Oh ja, es Ruins. Okay. Die machen da schon wieder irgendwelche komischen Ruinenversuche. Und immer schön trinken nicht vergessen. Mach ich nicht. Ich trinke eh brav nebenbei. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich kann schnell wieder vorbeischauen. Danke dir. Wünsche dir einen tollen Tag.
Ich glaube, Hoyo mag sowas nicht, aber ich wollte es trotzdem ausprobieren. Okay, na, ich kann mir auch vorstellen, dass das Probleme gibt. Aber wie gesagt, es ist cool, wenn man sowas prinzipiell kann. Aber ich würde sowas nie, nie, nie riskieren. Oh mein Gott. Wieder Sachen, die ausgegraut sind. Und deswegen zweiter Account, beziehungsweise fünfter Account. Das ist ja was. Ich bin froh mit einem Account, das reicht mir. Aber danke auf jeden Fall nochmal für den Raid. Okay. Hyromancy, Hydromancy, Astromancy und. Warum ist denn das schon wieder ausgegraut? Was die alles machen da? Okay. Those who left the order previously are still within the tower. Was haben sie da in dem Turm gemacht? Ich glaube, ich will es gleich wissen. Ich werde es wahrscheinlich erfahren, aber ich... Wirbelturm. Gut, so, wo waren wir eigentlich dran beim Wasser holen? Das ist ein Sealy. Gut, wir müssen dann noch das Wasser durchleiten. So. Dann runter mit uns. Ist das Wasser? Und weg. Ah, wartet mal. Hast du übersehen, dass da noch Geld ist. Spiegel, das, das und das. Gut, womit fangen wir an? Ich glaube, der eine Brunnen ist auch der, der für die andere Seite dann drüben ist. Kann das sein? Können wir erstmal in den Spiegel gehen? Oder erstmal die Brunnen machen? Zu viele Fragen. Hier lassen wir das Wasser mal da raus. Not connected to other water channel. Nicht? Was ist mit dem? Ikea-Kiste. Okay, dann müssen wir durch die... den Spiegel durch. Gut. Dann gehen wir erst zum Spiegel. Oh, Hilfe. Zu energisch rübergesprungen. Uff. Ah, noch da? Alle weg, alle weg.
Ich sage euch gleich, bin gleich mit den Artefakten voll. Das war mir so klar. Ups. Aber das ist, wenn man so viele kleine Artefakte einsammelt. Die ganzen grünen und blauen und grauen. Die meisten werden grau sein. Einfach mal reinhauen. Das Artefakt ist nicht besonders perfekt, aber ich glaube, ich hatte auf dem Slot nichts Besseres. Hat zumindest Crit Damage und Attack. Das ist schon mal die halbe Miete. Und? Immerhin Crit Damage. Ich glaube, mein Frimini hat nicht so schlechte Crit Damage gefühlt. Ich frage mich, was das 4-Sterne-Claymore dann kann. Das Event-Claymore. So, jetzt sollten wir wieder kurze Zeit herumlaufen können. Denke ich. Ist da noch was? Nein. Na dann rein in den Spiegel. Oh, da war noch ein Artefakt. Ah, ist in der Dimension verloren gegangen. Okay, es war nur blau. Die Ikea-Kiste hole ich mir. Und es ist... Oh, ein schönes Bett. Sehr cool, okay. Müssen wir da nochmal weiter runterfahren? Und dann fahren wir wieder hoch. Okay. Okay, ich verstehe. So. Der hat nix. Dahinter noch? So. Ah, da drüben ist die Oktopusfähigkeit. So lustig irgendwie mit den Fähigkeiten. Ah, okay, ich sehe die Dinger. Schwirbeln. Hätte in die andere Richtung schwirbeln sollen. Tada! So, eingerastet. Perfekt. Geht das Wasser da durch? Die Frage ist, was mache ich da drüben mit dem Brunnen? Bin ich mit dem einfach nur so spaßeshalber runtergefahren? Okay, den bringe ich jetzt auf jeden Fall hoch. Okay, das mit Energie laden, go up. Und jetzt release. Da ist da der Sealy. Was mit dir? Na komm. Open door, okay. Sealy konnte da nicht durchfliegen. Zack. Noch mehr Artefakte. Uns trotzdem der eine Brunnen. Ja. So, da erstmal runter. Ihr bitte schon groß. Battle Guide. Gut rein ins Wasser. Petroculus. Oh wow. Ich habe keine Fähigkeit. Ich rochen. Geld. Ah, okay. Wartet. Aber wenn ich drehe, drehen sich dann alle mit? Schlecht, warte, wir brauchen den Oktopus. Oder die, die eingerastet sind, bleiben so. Dann drehen sich alle mit. Ah, ich muss auf der anderen Seite drehen. Okay, gut, ich hab's geschnallt. Okay, die beiden sind richtig. Jetzt muss ich da auf der anderen Seite die beiden nur noch drehen. Zack. Sehr gut.
Release. Hole ich mir die Items dabei? In der Zwischenzeit? Wer ist hier nicht, oder? Glaub. Doch, da ist eine Schatzkiste da oben. Ich muss sie wieder nach oben. Sonst dürfte hier nichts sein. Ja, doch da. Jetzt noch. So, ich brauche den Rochen wieder. Rochen. Dankeschön. Ah, oh, okay. Der Block. Halt, warte, der ist nicht aufgeladen. Go up, ich will go down. Oh no. Muss ich jetzt nochmal ganz runter? Wahrscheinlich. Okay. Jetzt ist natürlich dann nichts mehr da. Jetzt ist der weg. Okay. Bitte einmal ganz runterholen. Wo ist denn der Ozea-Block? Ach so, für das da vorne. Okay, jetzt ist der Brunnen da. Gut. Und jetzt. Die Not. Ah, dass ich wieder. Drehen die sich mit? Okay, halt, halt, stopp. Wenn ich die drehe, dann drehen sich nur die. Aber wenn ich die drehe, drehen sich alle, oder wie? Ja, Tatsache. Das heißt, ich drehe. Mal. So, dann drehe ich die. Ist es nicht einfach, aber ich habe es durchschaut. So, jetzt muss ich da wieder drehen. Und dann sollte es passen, denke ich. Alle sind miteinander verbunden, dann Release, das Wasser fließt durch und dann fahre ich mit dem Brunnen ganz hoch und dann sollte alles passen. Wer schneller, das Wasser oder ich? Wow! So, warten, bis er sich ganz aufgeladen hat. Gut aus. Und dann go up. Aber das sind Rätsel, die ich mag. So. Okay. Halt, wo fließt es hin? Wir müssen weiter nach oben. Verwirrt, so, hä, wo bin ich? Aber da war ja noch ein Zwischenstock. Jetzt sind wir richtig. Release. Boah, Seymours. Oder so. Dankeschön. Und die Schatzkiste. Okay. Jetzt haben wir von allen Seiten Wasser. Yes. Jetzt nur noch hoch. Check. Mich raten, das auch schon nichts mehr. Alles schon mitgenommen. Blöd. Irgendjemand ist uns zuvor gekommen. Irgendwie wird Caterpillar mit jedem Mal ein bisschen sassiger. Ich kann mir nicht helfen.
Aber irgendjemand war ja vor uns da, sonst wäre das Feuer nicht gewesen, sonst wäre der eine Typ nicht niedergeschlagen gewesen. Okay. Memory, Wish, Soul and Persona. Okay. Persona! Persona 3 sah schon gut aus, oder? Habt ihr den Trailer gesehen? Gucken gut Zeiten mal. War das PS3? Im amerikanischen PS3 Store. Damals. Persona 3 runtergeladen, gekauft und runtergeladen und gespielt auch. Relativ weit sogar. War ziemlich cool. Das Remake sieht fantastisch aus. Wow, und die Musik. So, ich lass mich ablenken hier. The Reason. That which cuts everything open. White abstruse. Ah. Nächstes Gebiet. Okay. Also mein Kompass findet nichts mehr. Das sollte in etwa heißen, du hast so gut wie alles hier gefunden. So, das nächste Ding ist dort. Dann würde ich sagen, wir teleportieren uns hier hin und schwimmen darüber. Wo ist denn das? Können wir uns gleich den Teleporter da auch holen? Macht Sinn, oder? Wirbeltürmchen. Ich finde es cool, dass der Turm so fliegen kann auf dieser Halbfliegen. Schwimmen! Okay, jetzt bin ich abgerutscht. Pff. Dieses Loch da unten, dieser Abfluss macht mich ganz nervös. Sealed Ruined Tower. Ist es ein NM da unten? Ich habe keine Fähigkeit. Sag ich doch. Chassagnon oder sowas. Hilfe! Okay. Also falls wir mal irgendwas besiegen wollen, ja. Wo war der eine Waypoint? Da drüben, gell? Da drüben ist er. Furina. Wenn wir schon mal hier lang schwimmen, schalten wir gleich die Waypoints frei. Erleichtert uns dann in Zukunft das Reisen. So, wir müssen darüber. Rups. Deine Schatz. So viele von den Quallen, Bombquallen. Hoppla. Voll vorbeigeschossen. Dankeschön. Zack. Und weg. Schön. Sind noch viele Schatzkisten überall. Egal. Wir können uns jetzt nicht zu lange damit aufhalten. Da ist ein Bootspunkt. Werde ich mir auch gleich holen. Hui, wow. Das ist eine Kanone. Und da drüben ist noch ein Waypoint da oben. Schwimmen.
Fuck, oh, was war das? So. Ehrlich. Ich finde es so lustig, dass man manchmal so steil hochlaufen kann. Wassermarsch. Kommt sofort. So. Sollen wir irgendwas abschießen? Aber wir müssen drüben irgendwo hin. Auf jeden Fall unter Wasser. Ist da die Höhle rein? Rätsel, da lassen wir mal Rätsel sein. Ich glaube, das ist irrelevant. Da oben ist auch ein Zili-Schrein. Das Rätsel hier mit den Kanonen ist irrelevant zu dem, was ich tun muss. Ein Hydrokulus. Den hole ich mir schon. Oben runter. Und hier geht's. Unter Wasser geht schneller. Oh. Okay. Souls. I accompany you in eternal rest, born in an instant. And always united, I am life's most cherished treasure. Okay. This is the answer, pocket watch? Well, watches are expensive. Was? Money. Mora, wirklich das Wichtigste? Don't ask. Was ist dann die Lösung? Oh, die Antwort ist Liebe. If only it would open. Bin gespannt, was da in der Uhr ist. Alles cute. Let's get moving. Drittes Siegel. Zack. Okay, da lang. Na, da, von da kamen wir. Da müssen wir hin. Aber erstmal den Waypoint holen. Ups. Teleporter. Oh. Oh oh. Wie ging das mit den Kanonen? Zack. Ah, Hilfe! Zim. Okay, sehr gut. Muss ich abschießen? Da unten. Geht das? Ah ja. Muss ich ihn abschießen? Okay, ein bisschen höher. Da oben ist was. Noch höher. Ah doch, ich habe es doch schon abgeschossen. Treffen wir mal. Ah, das da unten ist auch abgeschossen. Ich glaube, das war's. Er ist da nicht zum Schießen.
Achso. So, da haben wir mal den einen. Haben wir den anderen? Da oben ist noch so ein Block. Wo sind die Pneumosia-Blöcke hier? Frage, brauche ich die vielleicht noch gar nicht? Warte mal, da unten ist was. Ich sehe es. Zack, Nummer 1. Und da ist der zweite. Und da ist auch noch Geld. Zack. Zum. Entschuldigung für den heißen Schwimmstil. Glaubst du, was glaubt das, was du gerade machst, habe ich noch nicht gemacht. Ja, das ist relativ spät erst, würde ich sagen. Dafür muss man noch 3 andere Questlines machen vorher, bevor man das überhaupt freischaltet. Gut, na dann würde ich sagen, wir müssen... Ah, das muss gedreht werden. Warte, wir brauchen einmal nochmal den Oktopus. Schwupps. Oh. Hinher, 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 hinher. Okay. Drehen, 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 bis das passt. Okay. Auf der anderen Seite mitgedreht. Nein, da passt es. Und da passt es auch. Na gut, dann da rein. Also, da kann ich noch nicht lang. Was muss ich denn machen? Ich dachte, das wäre einfach so ein Durchschwimmen-Wall. Schauen wir uns mal. Muss ich mit der Kanone auf die Tür schießen? Das? Nichts gebracht, gell? Die Brunnenschieße? Glaubt ihr, das macht was? Es wäre so cool, wenn man irgendwie so ein Fadenkreuz oder sowas hätte. Man kann da gar nicht hinschießen. Hm. Da, warte mal. Die beiden habe ich gemacht. Noch irgendein Eingang. Das ist der eine Block. Da oben war der andere Block. So viel soll ich das Wasser rauslassen. Jetzt ist das Problem. Dann wird die Tür aufgehen. Tada! Oh. Yay. So, jetzt kann ich durch. Sehr gut. Guck, Fisselfleiß. Bleib da. Sehr gut. Das ist ein Hydrokolo. Da ist zu. Ist zu? Hilfe, so viele Rätsel. Da kommt das Wasser durch. Das passt, denke ich. Da wird es weitergeleitet. Fähigkeit nehme ich gleich mit. Mhm. Mehreren Ebenen da irgendwie. Oh, da brauchen wir einen Schlüssel. Warten, den Schlüssel bekommen wir unten. Ist nichts. Drüben ist nichts. Oh Gott, das wird zu lesen. Hilfe. Comrades. Geld. Geld. Sehr gut. So, die Fähigkeit habe ich bei mir. Jetzt kommen erstmal Gegner. Oh.
Und weg. Das muss ich mir die Fähigkeit wiederholen. Irgendwas hat da geleuchtet. Wie wieder? Müssen wir den Schlüssel finden zum Öffnen. Damit wir den Brunnen weitermachen können. Oh. Wollte eigentlich nicht in den Spiegel, aber okay. Gar keine Wölfe? Was ist das? Was ist das? Ein lustiger Fisch. Das Einzige, was wir machen können, ist da raus. Ah. Wo bin ich gelandet? Ah, hier, schaut mal. Bei dem Hydropolus. Special Key. Genau den haben wir gebraucht. Perfekt. So, dann würde ich sagen Release. Okay, nicht verbunden. Da den Polen. Wir haben den Key. Da ist der zweite Brunnen. Rüber. Echt erschreckt. Hallo. 10.000 Mal, wie ich den Charakter wechsle. Der lässt mich nicht. Sowas von fies. Ah, da war noch ein Pilz. Da noch. Das ist ein Pilz. So, jetzt fahren wir rum. Und nein, nicht Release. Go down. Gut. Und zack. War komisch, dass da in dem Durchgang nichts war. Nur dieser eine Fisch. Was macht man mit dem? Glaubt ihr, man kann mit der Oktopus-Fähigkeit was machen? Dass ich da jetzt eine Kiste übersehe. Für immer und ewig, weil ich da nie dran denke. Ich würde sagen, machen wir mal auf. Lassen ihn runterfahren. Release. Sehr gut. Dann nehme ich mir das. Gehen wir nochmal darüber. Das hat mich irgendwie ein bisschen stutzig gemacht. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich... Na, okay, die Fähigkeit reicht nicht so lang. Ob ich jemals schon mal so einen roten Fisch gesehen habe. Dann irgendwie... Aber der lässt mich nichts machen. Ja. Okay, egal. So. Zack. Gut, das heißt, wir haben da schon zwei Stränge fertig. Das ist der dritte. Beim vierten fließt schon Wasser. Na gut. Fragt man sich, wer solche Ruinen gebaut hat. Ne? Die alten Remurianer wahrscheinlich. Gut, na dann. Go down. Hopp. Oh, Wasser. Zill. Zack. Zack.
Na gut. Oh. Wasser ist abgeflossen. Gut. Die Seamoss ignorieren mich. Dies. Weiter, ah, der ist noch da. Oh. Meine Furina ist umgestellt, deswegen. Oh, so viel HP. Bin ich so gut ausgewichen? Nicht so gut ausgewichen? Kann erinnern, das noch Geld? Okay, eine Schatzkiste ist noch oben. Aber nicht hier. Okay. Ups. Bevor ich da hochschwirbel, hole ich mir noch die Sachen. Eine mit dem roten Fisch. Hm. Go up. Sehr gut. Das wäre dann theoretisch Siegel 3. Fertig. Tada! Cupid's Lover. いらない金属のかけらやパーツがあったら僕に譲ってくれてもいいよ. Und check. Und es ist wieder nichts da. Was für ein Schlamassel. This who is? Jakob, sage ich doch. Habe ich das gesagt? Ich habe vorhin dran gedacht. Der einzige, der von der alten Crew noch übrig geblieben ist, der was richtig Böses, glaube ich, im Schilde führt. Auf geht's zur Final Area. Aber bevor wir da hingehen. Okay, das wird ganz oben sein, über uns. Aber trotzdem, das Bild macht mich noch nervös. Gehen wir einmal kurz rein. Solche Rätsel sind echt geheimnisvoll, ja. So. Machen wir mal ganz kurz. Cupid's Lover da. Ah, Hilfe. Ob ich da irgendwas zu finde. Hm. Ah. Looking Glass Rooms. Wir haben jetzt gerade das ist der eben gerade. Theoretisch der sein. Ah, wartet. Okay, ich weiß, was es ist. Wir müssen Feuer anzünden.
Gut, dass ich jetzt nochmal nachgeschaut habe, weil dann nochmal runterzugehen, ich hätte nie im Leben nochmal dran gedacht, dass ich da nochmal runtergehe. Wir brauchen Feuer. Ich habe eh noch die Ember da. Immerhin dafür ist sie gut. Zack. Und jetzt schwimmt der Fisch durch. Tada! Itch. Hi mit dir. So. Ich hätte doch einfach ordentlich schauen können. Ist irgendwo eine Schatzkiste erschienen? Nee, oder? Oder? Das Einzige, was er erkennt, ist da ganz oben. Über dem... Okay, gut. Zack, es war nur das Feuer zu machen. Aber der Fisch ist weg. Anscheinend, wenn ich das richtig gelesen habe, wenn alle sechs Mirror-Rätsel gemacht sind, dann kommt auch noch irgendwas weiteres. So, na dann schauen wir mal. Das letzte ist da? Okay. Cool. Da habe ich zumindest den Teleporter geholt. Daumen hoch. So, let's go. Ui, da sind noch so Tröpfchen. Zack, zack. Gehen wir einfach mal dahin. Das erste, was wir bekommen, ist wieder ein Hydrokuh. Ihr und Melpomi. Ah! Okay, wir müssen unten rausschwirbeln. Das ist lustig. Ups. Jetzt. Wenn man einmal so ein bisschen die Rätsel durchblickt hat, dann geht's eh. Aber da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, unbedingt mit dem Feuer. Vielleicht, wenn ich ein bisschen geschaut hätte. Aber ja. Einen wunderschönen... Hallöchen, Relaxo. Willkommen. Wie geht's? Wie steht's? Alles klar bei dir? Wie läuft's? Ah! Letztes Siegel. Die anderen Eingänge waren auch versiegelt, meine Lieben. Shadow, Life and Love. The first droplet. Okay. Every drop of water is the first droplet. Jetzt müssen wir Wasser drauf machen, oder was? Rätsel. ...1200 Antworten. Das ist schlecht. Simo ist keine so gute Suchmaschine. Gestern viel Fremine-Event gespielt. Sehr cool. Hat mir ziemlich gut gefallen. Kurz und knackig, aber eine schöne Story. Letzter Teil fehlt noch und dann war eine ganz wilde Nacht. Darum geht's schon, Guti. Was hast du gemacht in der wilden Nacht? Warum hatten alle gestern so eine wilde Nacht? Okay. That the world's first drop of wine came to be when the animal god... Oh nein. Stopp, Abbruch. Wendy's Alkoholkonsum muss jetzt nicht diskutiert werden. Okay, you can stop there. We can give it a shot. Let's go to Mondstadt. Nein.
Okay. Oh. Okay. Simo hat zu viele Sumeru Akademie Bücher gelesen. I think you're beating a dead horse here. I think we're on the right track. Now then, Anne, if you wouldn't mind. Yay! Die Antwort war Ozeanid. 8 Stunden Party im Voice Chat, aber bin auch ultra nervös jetzt. Oh, warum das jetzt? Wegen dem Voice Chat oder wegen der Party oder weil du so platt bist? Muss erstmal den 4.3 Stuff researchen. Dann mach das. Es ist relativ übersichtlich, würde ich sagen. Aber ein paar tolle Sachen mit dabei. Zack. Ich glaube, gleich sind wieder meine Artefakte voll. So weitergeht. Oh, da ist der erste Brunnen, der ist schon mal angefüllt. Das ist schon mal ein Anfang. Okay, das muss über der Ruine sein. Das Wasser fließen. Wieder was zu lesen. Remus. Der König von Remuria. Okay, das Wasser fließt da weiter. Sollen wir erstmal in den Spiegel gehen? Ich glaube ja. Kommen wir sicher da oben raus. Oh. Zack. Rein da. Sehr gut. Oh, erstmal voll daneben geschossen. Volle Kanne. Wo ist er hin? Da oben in der Luft eingefroren. Ah, er ist weg. So, Schatzkiste. Und jetzt ist der Fisch rausgekommen. Und alle schwimmen da irgendwo in dieses Sonnenblumeneck. Was ist denn das? Laterne. Die schießen da drauf. Die Furinas Tierchen sind manchmal ein bisschen verwirrt, glaube ich. Sag doch, wir kommen da oben raus. Da ist nichts. Kommen wir her. Drüben ist auch nichts. Das Wasser schwirbelt da weiter. Gut. Auf geht's. Dip, dip, dip. Oh. Gut, das ist der nächste Brunnen. Da sind Gegner. Mal darüber. Bevor wir nach unten gehen. Oh, damit wir den Aufzug nach oben bringen. So wie. Okay, dann gehen wir erstmal nach unten. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Dann gleich Wasser freilassen. Ich bin
Nimm das. Oh. Schon umgekippt. Hm. So, das heißt, wir gehen zum Aufzug um die Ecke. Noch Blumen. Nur Blumen. Dirip, dirip, dirip. Meine, die Rätsel sind schon sehr cool. Lange nicht mehr so coole Ruinenrätsel gehabt. Zack. Lupp. Ins Wasser mit uns. So. Schauen wir mal. Das können wir theoretisch schon verbinden. Nochmal zurück. Da drüben noch ein Gang. Oh nein, da kamen wir her. Original. Wer schneller? Ups. So, Nummer 1 ist da. Nummer 2 und 3 sind auch schon verbunden. Denke ich mir, sollte es hoffentlich schwer sein. Auf jeden Fall zu. Komischerweise ist das Wasser, läuft das Wasser schon durch. Da noch? Weiter nach unten. Nach hinten. Das zu. Schau mal ganz kurz. Okay, da brauchen wir erst den Key. Das heißt, wir müssen den Schlüssel finden. Auf geht's. Viele von diesen Tidalgas. Ich weiß nicht, wofür man die braucht. Wie immer sehr fraglich. Gut, dann gehen wir da den Weg lang. Da sind ganz viele Unterwasser-Seamoss. Sicher schon verrostet. Ob wir den Schlüssel finden. Wir kamen von da drüben. Ja. Hier geht's weiter. Nichts? Fähigkeit brauche ich bitte. Jetzt auf. Open. Please. Aus allem brauche ich trotzdem... Ah, da ist die Krabbenfähigkeit. Perfekt. Dick. Was jetzt? Ja, nix, oder? Geht sich nach oben? Alles nur Lug und Trug wahrscheinlich. Zack, da geht's durch. Das ist ein Brunnen. So, das ist eine CD. 118. Nice. Jetzt war es schon freigelassen, nein. Ah, noch verbunden werden. Okay. Und dafür brauche ich eine Oktopus-Fähigkeit. Mich nicht an, sondern schwimmen weg. Oh. Sehr gut, die muss ich da einsetzen. Brauche ich noch die Oktopus. Die finde ich dort. Perfekt. Das heißt, wir müssen da jetzt drehen. Dreh. Passt. So, jetzt sind die Kanäle verbunden. Jetzt drücke ich, jetzt kommt da das Wasser raus.
Spektomat. So. Hat irgendwie Klong gemacht. Ah, da hat es Klong gemacht. Als Kiste? Jetzt sind wir direkt unter dem Hauptdings. Sind wir hier? Sind die Simos hin? Dann nicht welche? Bin ich ja nur im Kreis gelaufen, oder? Bin verwirrt. Oh. Ah, jetzt spawnen sie alle. Ups. Tada! Alle platt. Spannend. So. Und das ist der Schlüssel? Perfekt. Genauso wie es sein soll. Gut, dann fahren wir hoch. Wir haben den Schlüssel für die andere Seite. Sollte alles laufen. Freilassen. Und da ist der Schlüssel. Was ist da noch? Gebieter. Optional? Seltsam. Jetzt hätte man hier nochmal lang gehen müssen, aber als wäre schon alles fertig gemacht. Der Brunnen. Oder wo bin ich jetzt? Ich bin total verirrt. Aber hier war ich ja noch nicht. Ich bin verwirrt. Das erste Mal, ich weiß. Okay. Das zu. Open Door. Okay. Komisch, es ist wirklich so, als wäre das versehentlich schon gemacht. Aber als hätte ich das eigentlich noch lösen müssen, das eine Rätsel. Kira haut sie alle um, immer. Uff, wenn Chevreuse in Phase 2 ist, skippe ich Navia vielleicht bis zum Rerun, will die späteren Waifus nicht durch Pullmangel verpassen. Okay, ah, please help. Ich meine, Chevreuse ist ja ein Four-Star-Charakter. Du könntest theoretisch versuchen, Navia zu bekommen und danach genau aufhören zu pullen und dann versuchen, sie schnell zu bekommen. Außer du möchtest sie unbedingt dringend haben, dann würde ich sparen. Please help. Keine Ahnung, in dem Fall kann ich nicht helfen. Hallöchen, Heavy, willkommen. Hi. Persona. So, bitte die Persona mitnehmen. Und natürlich die Schatzkiste. Jö. So. Hallo? Ah, check. Oh Gott, was jetzt passiert? Jetzt los. Fliege.
Das ist seltsam. Oh, oh, ich will nicht zum Turm hin. Oh mein Gott, ist das komisch. Würden wir durch Wasser fliegen? Das ist super komisch. Aber da oben drauf waren wir schon. Alles fit bei dir, euch. Danke, bei mir ist alles super. Ja, muss doch bei dir. Ah, du bist ja schon da. Wer, ich? Bin die ganze Zeit da. Oder noch da. Oder du bist ja schon da. Weh, wir haben die anderen verloren. Things haven't gotten serious yet. Let's check out the scenery. It's not dangerous yet. Let's count some prime numbers. Was? Oh, da liegt irgendwas. Tada! Ich will da noch nicht rein. Okay. Narzissenkreuz Ordo ist declared a legal extremist group. Criminal organization. Hm. Okay. Hallo, und ne. Okay. Interessant. In den Turm gehe ich jetzt aber nicht rein. Hilfe! Hilfe, der Turm. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, jetzt, wo wir die vier Siegel gelöst haben. Ein guter Punkt, eine Pause zu machen mit der Story. Okay. Ich kann mir noch immer nicht hundertprozentig einen Reim auf alles machen, weil so viel dahinter steckt. Aber wir haben zumindest mal die vier Siegel gelöst und ein bisschen was mehr über die Narzissenkreuzleute herausgefunden. Yay. Ja. Hm. So. Falls die Quest als Story dazu zieht, dann würde ich einfach warten und würde dich zwischen Reiden oder Nouvellet auswählen lassen. Okay. Na, ich bin jetzt fertig gerade mit der Story. Aber es würde theoretisch als Story zählen, weil alle Quests sind Story und auch Event-Stories sind Story. Alles, wo ich gerade Geschichte mache, aber ich höre jetzt auf damit. Schauen wir mal an. So, Winno, wenn du magst, kannst du mir dann auch deine Nummer schicken und dann komme ich dann rüber für die Bosse dann gleich. Und derweil schaue ich mir dann Reiden oder Nouvellet an. Schauen wir mal. In Ewigkeiten nicht mehr bei irgendwem gewesen. Ja, ja, kein Problem. Lass dir Zeit. Also nicht zu viel, aber. Dann machen wir ein Nouvellet. So. R3? Eternal Flow. Gleich 3? Ich meine, ich habe 1. Okay, lass mich raten, er ist C6. Oh Mann. Ich würde mich schon über C1 freuen. Oh. Wie? Was ist denn das? Du hast ein C6 R3 Nouvellet und hast noch nicht alle Skills auf Max? Das ist enttäuschend, muss ich sagen. Selbst meiner ist, glaube ich, 10, 9, 10 oder irgend sowas. Eine Krone fehlt mir noch. 56, 301 Crit Damage. Die Weekly-Sachen fehlen.
Was? Da muss man aber priorisieren, bitte. Na dann aber los das nächste Mal. Hat denn jetzt da jemand? Boah, 300 Crit Damage muss man auch erstmal schaffen. Wahnsinn. Was? 41.000 HP. Schöne Artefakte. Nicht schlecht, nicht schlecht. Artefakte sind cool. Ah, ich werde mir das nächste Mal auf jeden Fall C1 holen. C6 werde ich mir wahrscheinlich nie beim Charakter holen. Und schon gar keine Waffen. Doppelt. Wenn ich nicht unbedingt muss. Artefakte sind sehr schön. 300. Ich weiß gar nicht, wie viel meine hat. Ich muss schauen. R3. Was hat dich dazu gebracht, die Waffe dreimal zu pullen? Wahnsinn. Oh. Sehr, sehr cool. Meiner ist nur R1. C0. Aber ich habe C19. Sag ich doch. Wie viel habe ich? 232. Ja. Könnte besser sein. Hutaos Waffe war vor Nervis Waffe R5, deswegen. Das heißt, du wolltest eigentlich Homer haben, oder was? Artefakte sind sehr schön. Zack. Hast du gespart oder hast du ausgegeben? Ich will nicht wissen, wie viel. Oder eine Mischung daraus. So, Widow, du sagst mir, welche Bosse du machen möchtest. Ich muss ja joinen. Oh, ich muss das fertig machen, bevor ich irgendwo hin kann. Oh Gott. Das ist jetzt blöd. Es fehlt mir noch. Wird das jetzt nicht abgeschlossen sein? Oder was fehlt mir noch? Da lassen wir mal schauen. Enter the tower, approach the center, bla 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 bla. Okay, da kommt noch ganz viel Dialog. Ich kann jetzt leider nicht rüber. Ich wäre jetzt gerne noch rübergekommen und hätte gerne mit den Bossen geholfen, aber das ist jetzt noch ein ganzes Stück da drin. An Dialog und ich weiß nicht, ob man da noch langlaufen muss und sowas machen. Machen wir das nächste Mal. Tut mir leid. Das ist echt blöd, weil ich muss da jetzt in den Turm rein, da kommt noch viel Dialog und bla 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 bla. Ausgegeben leider. Oh no. Aber danke auf jeden Fall für die 100 Bits, voll lieb. Gut, dass noch ein bisschen Geld übrig geblieben ist nach dem C6R3. Yes. Danke dir. Danke für die Unterstützung. Ist echt doof. Manchmal alles gut. Rennt er auch sonst nicht davon. Ja, machen wir das nächste Mal, wenn ich dann fertig bin mit der blöden Story. Also nicht blöde Story, aber es ist blöd, dass sie das jetzt blockiert, dass ich jetzt nirgendwo hingehen kann. Ja.
Aber ich weiß nicht, wie viel man da jetzt in dem Turm machen muss, bevor ich wieder irgendwas anderes machen kann. Ich habe nur ganz schnell reingeschaut und es ist noch ein ganzer Block Dialog. Ja, na gut. Und dann halt nicht. Das nächste Mal. Gut, dann nutze ich die letzten paar Minuten noch. Vielleicht können wir noch die restlichen Teleporter überall holen schnell, die mir noch fehlen. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Ich hole mir jetzt noch schnell die Teleporter. Wenn die mal aufgedeckt sind. Und das nächste Mal machen wir dann mit der Story weiter. Yeah. Und unnötig irgendwie. Nein, einen Charakter auf Ziel 6 zu bringen, uff, uff. Also zu 4 Sterne Charaktere sind die eine Sache. 5 Stars, uff, 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 uff. So, jetzt habe ich mal genug mit Frimine und Co. Wieder Nervi spielen. Yay! Aber ab und zu muss man auch andere Charaktere mal ausprobieren. So, der Teleporter wird da oben sein. Bin gespannt, was uns dann in dem Turm erwartet. Hoppala. Lässt sich nicht platt machen. Aber ich bin froh, dass wir ein bisschen was an Story geschafft haben. Wenn wir dann nächste Woche noch fertig weitermachen. Noch ein Hydrokulus. Ah, da drüben sehen. Vergesst bitte nicht, eure Primo-Codes übrigens einzulösen. Da habe ich angehängt. So, wo war der? Da ist er. Zack. Ups. So, wo ist der nächste? Da ist der nächste. Wenn wir mal alle Teleporter haben, wird alles besser. Ich wollte in dem Gebiet noch nicht so viel rumlaufen. Ayato finde ich persönlich sehr nice, aber Navia ist mir da im Weg. Ayato habe ich gleich in seinem ersten Banner geholt. Ich habe lange, lange davor gespart und habe ihn gleich auf C2 R1 geholt. Aber jetzt wurde er irgendwie abgelöst. Macht mich ein bisschen traurig. Aber er kommt ja in der Story endlich wieder vor. Wenn auch nur als Guest-Character oder sowas. Bei dem Film. Nöff. Da, 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 da. Aber ansonsten ist Ayato super. Gut. Nächsten Teleporter auch geholt. Check. Check, check, check. Dann haben wir da noch einen und dann dürften wir alle haben, die ich sehe, oder? Wave Rider Point, den ich noch nicht geholt habe. Da übrigens unten auch noch. Warum auch immer. Die können wir auch noch holen. Hoppala. Also schlägt um sich. Wir teleportieren uns hier und holen uns noch den. Haben wir wieder was erledigt. Ich springe jetzt gerade in die falsche Richtung, gell? Ah, da müssen wir lang. Machst du? Danke. Dankeschön.
Da. Immer feste drauf. Ruschen Sie Schmetterlinge oder was auch immer das sind. Sehen immer aus wie Schmetterlinge oder so. Hoppla. So. Challenge. Hey, ich habe keinen Bogencharakter. Wir machen die gewagte Variante. Nur ich kann Baijo heilen. Zack. Sag ich ja. Oh, jetzt habe ich mich erwischt. Zack. Schatz, gestern. Slimes da hinten. Habe ich denn da jetzt? Oh, 51%, nicht schlecht. Da haben die Höhlen aber viel gebracht. Okay. Oh, nicht zu nah am Rand. Wo ist der Teleporter? Da drüben. Ja, komm. Runter mit dir. Das Wasser geht schneller. Nicht schlecht, würde ich sagen. Haben wir schon einen Großteil gefunden, fast. Aber ein bisschen was wird noch fehlen. Ich habe gesehen, da sind noch viele Sachen. Hui. In dem Turm wird auch noch was sein. Nicht gemacht. Doch. Bitte, bitte. Kommt man da rüber? Für den Teleporter. Oh, ist praktisch. Oh, ich sehe nichts, also überall nur Gestrüpp. Oh, ah. Ups. Ups. Ich bin gleich da. Kann, glaube ich, hochklettern. Denke ich. Über diese komischen Vorsprünge da, die einem im Weg sind. Oh oh. Schaffen das sicher, oder? Mülltürmchen. Auf der anderen Seite geht's hoch. Ups. Ups. Sehr gut. Tada. Wusste ich, wofür diese Brücken gebaut waren ursprünglich? Hm. Gut. So, was hat uns jetzt noch gefehlt? Der Wave Rider Point und da ist unten noch. Und da was? Und dann noch die beiden Wave Rider Punkte. Okay, gut. Das heißt, als nächstes geht's da weiter. Hm. Ah, den kann man nicht anwählen. Ich sehe ihn schon. Warte, das ist noch eine Schatzkiste. Die muss sein. Die liegt da so offen auf dem Weg. Hört ihr das Bohren? Mühsam. Ah.
Was gehst du noch? Ganz viele Orangen. So, halt, wo war der Punkt jetzt? Da. Laufen. Warum liegen da zwei Fischfilets herum? Dankeschön. Oh, eine Kiste. Da liegt doch ein Hähnchenschenkel. So, da ist der nächste. Auf geht's. Den hole ich mir noch. Dann können wir uns überall hin teleportieren. Lurk. Danke für den Lurk und danke fürs Vorbeischauen. Und danke für die Bits. Bits, Bits, Bits. Oh mein Gott, da schwimmt ein Otter. Einfach so. Oh. Oh. Durch die kleinen Füßchen an. Da ist noch ein chilliger Otter. So süß. Was ist denn da passiert? War da ein Sturm? Da liegt auch eine Hähnchenkeule. Na dann. Brauchen wir mal. Ui. Okay. Hier sieht alles ganz anders aus wieder. Hui. Hm? Ah. Voll am Waypoint vorbeigeschwommen. Halt. Sind noch Crystal Flies. Zack. Sehr gut. So. Das heißt, mir fehlen nur noch der Punkt. Und der Punkt. Ansonsten müsste ich theoretisch alles haben. Aber einen Erfolg habe ich jetzt keinen bekommen, gell? Sieht sicher. Wahrscheinlich im Turm gibt es dann noch einen Waypoint oder so. Der noch nicht freigeschaltet ist. Da unten. Ich glaube, da habe ich mich noch nicht hingetraut, weil da irgendwelche NPCs standen. Ich glaube, das war das Problem. Gut. Lassen wir das kurz sein. Nicht, dass ich noch irgendwas an Story starte und dann wieder nichts machen kann. Und dann da durch. Komisch, bin ich da nicht damals durchgegangen durch den Gang? Gute Frage. Kann ich mich nicht mehr erinnern. Oh, das ist auch irgendwas Festiges. Gold Quests. Gleich mal einzeichnen, sonst vergesse ich das wieder. Das ist oben. Das heißt, unten kann ich durchgehen. Ohne was zu starten. Da Wasser. Hier schon mal? Oder hier war ich vielleicht doch nicht. Muss man den Weg freischießen wahrscheinlich erst. Okay. Gut aus. Das heißt, mir fehlt nur noch der eine Wave Rider Pointer. Das richtig sehe. Sehr gut. Oh. Ganz schön viel heute gemacht irgendwie. Storytechnisch. Diese ganzen Siegel gelöst. Missions. Ich könnte theoretisch alle abschließen. Aber die habe ich eh alle schon gemacht. Perfekt. Sehr gut. Voll erledigt. Oh nein, ich habe das falsche Team drin gehabt.
Hab eben mal einen Flugseisbaum selbst gemacht. Ich brauche echt mal auch einen starken Feuercharakter. Ja, das hilft auf jeden Fall, aber du kannst auch theoretisch, kannst ihn auch mit anderen Charakteren platt machen. Feuer ist natürlich ziemlich praktisch. Elektro geht auch gut. Bendro geht sowieso immer. Je nachdem, was du halt hast. Level Team. Oh no. Voll versagt jetzt. Zack. So. Da, 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 da. Hm. Gut. Gehen wir noch schnell in die Teekanne. Ich glaube, ich habe zwei Baupläne gefunden. Das Bett ist cool. Das werde ich gleich zweimal machen oder dreimal. Das Bett ist schön. Wie? Ich kann auch nicht mal in die Teekanne gehen? Please complete the following quest to enter the Serenity Pod. Okay, gut. Ja, ich glaube, dann werde ich Sonntag wohl oder übel die Story weitermachen müssen, sonst kann ich in meine Teekanne nicht mehr rein. Das gab es ja noch nie, oder? Was ist denn das Problem, dass ich nicht in meine Teekanne reingehen kann? Ich bin schockiert. Kannst nicht über die Map rein, nein. Oh mein Gott, egal, machen wir das am Sonntag. Dann machen wir am Sonntag die Story weiter und wir können dann... Event geht eh noch bis nächste Woche. Selxi habe ich fertig und das geht noch 9 Tage. Das kann ich nächste Woche irgendwann machen. Noch nie gesehen, ich auch noch nicht, in den ganzen 3 Jahren. Okay, dass man keinen Koop machen kann, das habe ich gesehen, aber dass man nicht in die Teekanne rein kann, das ist wild. Egal, wir machen das am Sonntag fertig. Dann kann ich in die Teekanne noch reingehen. Schnüff. Denn das leider schon in der Vergangenheit öfter, dass man nicht mehr in die Teekanne rein kann. Was? Aber das mit dem Koop hatte ich eigentlich nur ganz am Anfang, ein paar Mal. Da gab's, glaube ich, die Teekanne noch gar nicht. Boah. Vielleicht bin ich gerade an einer extrem blöden Stelle da mit dem Turm. Das könnte sein. Egal. Wir machen das am Sonntag fertig. Das sollte sich ausgehen und dann kann ich dann in die Teekanne wieder rein. Beides. Hm. Wild. Das ist wirklich wild. Okay, egal. Frage, ob das noch irgendwas anderes blockiert, aber die wichtigsten Sachen habe ich die Woche schon gemacht. Bosse sollte ich ja machen können, oder? Oder? Egal. Am Sonntag am Abend machen wir dann weiter mit der Story. Und dann kann ich, dann werde ich genau danach aufhören. Und dann kann ich wieder in die Teekanne und dann kann ich auch wieder zu anderen rein. Wahnsinn. Stellt euch vor, ich habe jetzt eine Woche keine Zeit, Story zu machen oder so. Die ganzen guten Teekannenmünzen. Ich habe gestern Gott sei Dank abgeholt. Wurscht. Kann man nichts machen. Ist wie es ist. Muss man mit klarkommen. So. Gut. Gut, dann würde ich sagen, es ist gleich Zeit fürs Abendessen. Ich kann sowieso nichts mehr machen. Genshin hat mich ausgesperrt. Dann werde ich jetzt essen gehen. Aber wir haben ein ganzes Stück Story weitergebracht. Yes! Sehr produktiv, muss ich sagen. Durch diese Siegeldinger sind wir eigentlich relativ schnell durchgekommen. Gott sei Dank. Passt. Cool. Dann schauen wir mal. Gut. Dann schauen wir mal.
wer so online ist. Zack, auf geht's. Falls ihr noch ein bisschen Genshin schauen wollt. Gut. Dann sage ich auf jeden Fall schon mal Danke an alle, die heute mit dabei waren. Danke, 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 danke. Danke außerdem an die Raids von Alexus und Temi. Vielen, vielen Dank. Natürlich danke auch an alle, die zugeschaut haben und mitgeplaudert haben. Ja. Und danke an Heavy für die 100 Bits. Ich werde am Sonntag am Abend um 21 Uhr wieder online sein und so wie es ausschaut, werde ich die Story weitermachen. Yes. Und ja, falls ihr Lust habt, gerne morgen am Abend bei Evo vorbeischauen. Da gibt es wieder Community-Abend. Ja. Wahrscheinlich ein bisschen später am Abend, weiß ich nicht, irgendwann. Wahrscheinlich Richtung 22 Uhr, so circa Pi mal Daumen. Und dann gibt es wieder Community-Abend bei Evo. Yes. Gut, was gibt's noch zu sagen? Hallöchen, Kasua. Hi. Oh, lol. Ciao. Ganz knapp vorbei. Habt dann einen schönen Abend und grüß Evo lieb von mir. Evo, liebe Grüße von Widowmaker. Schöne Grüße, Widowmaker. Das hat er sicher gehört. Ciao, danke, Heavy. Und euch einen wunderschönen Abend, einen guten Start ins Wochenende. Ich bin morgen arbeiten, aber morgen Abend bei Evo und übermorgen bei mir Genshin Impact Story geht weiter. Macht's gut, bye bye.